Ahoi Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Alyx. Wir sind immer noch auf den Bahngleisen, haben über dieses coole Ding da gerade gelesen. Also habe ich nicht, weil ich das nicht lesen kann, zwar kaum, weil die Auflösung ist nie so gut. Zack. Krieg ich mal kurz meine Brille? Also meine VR-Brille? Vielleicht soll ich das nicht machen, wenn ein Fahrstuhl kommt. Gut, ich glaube. Wir nehmen mal das Ding hier raus. Und nehmen mal das Dingens hier mit. Kann ja sein, dass wir nochmal brauchen. Und wer doof, hätte ich sie jetzt nicht mit. Wenn der Spiel schon FC sagt, hey, nimm den Scheiß mit, dann nehme ich den Scheiß auch mal mit. Da unten will ich ja nicht reinkommen, weil ich nicht weiß, wie das geht. Okay, wir fahren jetzt so hoch und das heißt, wir waren wohl unten. Hinter mir kann nichts kommen, aber oben. Excuse me, what the fuck? Go fuck yourself. Eine blaue Kicker habe ich auch noch so gefunden. Vielleicht müssen wir mal zurückgehen. Gleich, wenn wir hier einen finden. Alyx, look out the window. Holy crap. That's gotta be the vault. Yeah. Your dad didn't mention it was floating. So even if we make it there, we still have to get up to it. Oh, the cables! Look at all the cables attached to it! All we have to do is follow them. And break whatever's at the other end. And down comes the vault. Simple, easy to follow. Yeah, I like that. Ja, Radierer. Ich möchte gerne einen Radierer haben. Sind das extrem niedrige Tische oder bin ich jetzt einfach ein Gigant? Ich weiß ja nicht, wie sich große Menschen fühlen, weil ich bin ja selber klein. Okay, habe ich fallen lassen anscheinend. Ich nehme mal die mit und lege mir die ganz kurz auf den Tisch, falls ich sie noch brauchen sollte. Arschloch. Zack. Okay. Ja, gut. Nehme ich nur eine Tasche? Ich glaube nicht. Okay. Oh, so viel Bewegung im VR. Nope. Natürlich wäre Standing cooler, aber in Standing kann ich das halt gar nicht ab. Ich nehme einfach mal so mit. Könnte sein, dass ich vielleicht brauchen könnte. Okay. Ich bin auch sehr schlecht im Ziel, wie man merkt. Tote Headcrab, da geht's nicht durch. Terminal Garden. Wahrscheinlich ist es Terminal Garden. Da fehlen so ein paar Dinge. Hm? Nicht in der Türkei laufen, das sieht nicht gut aus. Schuss. Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
Okay. Wir gucken gleich in diesen einen Raum rein, wo die zwei Pulli mehr waren, was mich traurig macht. Weil ich wüsste nicht, wie ich die bekommen sollte. Okay, wir brauchen das Ding direkt. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich soll eins zum anderen führen, oder? Ach, wie soll ich Schlüssel? Oh oh. Okay. Schlüssel zu Schloss. Weil wenn man das hier so am Rand lang geht, das ist meistens nicht so gut. Okay. Ja, drücke auf den Knopf, um die Schacht zu machen. Okay. Kann ich euch nicht mitnehmen? Ich habe ja mehr als genug, ne? Es ist echt verdammt lustig, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe gehofft, dass hier ein bisschen mehr Zeug rausfällt, dass es sich auch lohnt, die zu töten. Na gut, habe ich nicht ganz getroffen, aber das Ding anscheinend. Aber ich kann ihn nicht mitnehmen, ne? Wahrscheinlich kann ich die hier in meine Tasche packen, oder? Ja, gut. Nimm lieber AP mit, oh. Lass mal weiter gucken. Okay. Ich denke, ich brauche die nicht mehr, aber wer weiß. Also ich glaube, ich brauche die definitiv nicht mehr, weil ich hätte ja schon mehrmals das liegen lassen können. Und dann will ich ja nicht mehr weiterkommen und zurück ordentlich, oder? Will ich euch töten? Eigentlich nicht. Jetzt will ich euch nicht töten muss. Da geht's runter, also ein Barnacles. Ist hier was Schweres, was ich töten sollte? Welche gepanzert aus? Carlos ist ein bisschen weg vom Oculus Link. Weil ich vermute, dass sie da rein muss. Dann ist es besser, die vier jetzt schon zu töten. Als wenn ich sie später töte. Und man sieht auch gut, dass die Teile hier leer gehen. Das heißt, das ist sogar besser. Oh. Gut, jetzt mit Granaten machen können, merke ich gerade.
Na gut, ja. Weil das sieht man schlechter, weil wenn man zielt, da sieht man eher so die Dinger hier am Rand. Ja, gut. Okay. Nein, nein, oh Gott. Wo ist mein Polymer? Wahrscheinlich ist es der hier. Hallo, oh, Munition und Polymer. Hab ich noch geduckt? Ja, anscheinend schon. Ich weiß gar nicht, wie lange. Guten Tag. Bisschen noch. Ja, zack. Oh Gott. Hallo. Ne, nicht mein Helm, wir brauchen noch, der ist wichtig. Hallo, Helm. Bitte, bitte, nein, nicht das. Du möchtest das. Hallo, das ist ein Helm her. Zack. Und die Waffe mal geladen haben. 100 Schuss, perfekt. Mystery. Ah, Polymer. Hallo, Polymer. Ich habe schon lange auf euch gewartet. So eine schöne Schuhputzerstation. Habe ich noch nie gesehen. Aber gut, ich bin doch eigentlich nie an irgendwelchen Bahnhöfen, wo es Schuhputzerstationen geben könnte. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch so wirklich? Das kenne ich nur so aus amerikanischen älteren Filmen. Okay, der möchte noch nicht, dass ich da reinkomme. Habt ihr noch was Schönes? Nope. Gut. Okay. Yes. Ich weiß nicht, ob das der Sinn dahinter war, aber man könnte auch schon dieses Kabel irgendwie zerschießen. Oder? Oh, eine Werkbank. Ist da was drin? Wer bist du denn? Kippenstummel können wir nicht mitnehmen. Schade. Könnte wichtig für unsere Reise sein, tatsächlich. Keiner, was es ist. Ist ein bisschen blöd. Excuse me, what the fuck? Perfekt, nice. Was wäre passiert, hätte ich das nicht geschafft? Also, ich habe gerade wieder mein Headset gehauen. Wie viel Polymer haben wir denn? 14. Okay, wir haben ein zu wenig für irgendwas. Ich glaube, die Shotgun können wir da nicht reinpacken. Nein. Können wir dich da reinpacken? Nein, schade. Gut, das heißt, ich brauche die noch Waffe. Okay, wir brauchen 6 Polymer für Autofeuer und ich glaube 16 oder so. Oder noch mehr für mal anderes. Okay, ich denke mal, man muss das mit den Granaten mal über welche liegen, aber wie gesagt, das ist auch ein leuchtendes Kabel wahrscheinlich. Au! Oh Gott.
Excuse me, what the fuck? Ich hätte gerne seine Waffe, aber die geht ja nicht dieselbe Gen-kodiert. Okay, es war noch 5 Stück für Autofire. Sorry, für Starfire. Vollautomatik oder wie man es nennen möchte. Irgendwie hängt mein Bild gerade. Ist nie so gut. Ich guck mal, wie lange wir haben. Manchmal schießt es nämlich ab. Ja, also für euch läuft es weiter, für mich nicht. Das heißt, ich mache mal kurz eine Pause. Bis gleich. Ja, da haben wir wieder mit einem. Ja, läuft alles mit einem neuen angeschlossenen Kabel. Also, wir haben das Kabel einmal raus und rein gesteckt. Manchmal hat sich das Spiel. Also, das heißt, das Spiel allgemein. Oculus Quest ist ja offiziell, glaube ich, immer noch eine Beta. Also Oculus Link ist das ja. Und eigentlich läuft es stabil. Meistens habe ich kein Problem. Manchmal ist es aber so, dass es einmal kurz hängt und dann ist halt die Verbindung irgendwie weg. Ich weiß nicht, wieso das so eingestellt ist. Also warum das so funktioniert. Okay. Kann ich dich erstmal vorsichtig auf den Boden setzen? Manchmal hängt es auch nur immer zusammen, wie gerade das Kabel hängt. Okay, damit kann ich nichts machen. Na da, hallo. Okay, Alarm, das will ich nicht haben. Alarm klingt immer scheiße. Da muss ich es hinkriegen und da. Gut, hätte ich das Ding nicht verschwenden müssen. Oh Gott, schon wieder gegen den Tisch gehauen. Ich muss nochmal einen Schritt zurück. Oh, jetzt müsste ich. Was bist du denn? Kann ich dich benutzen? Anscheinend schon. Sag gar nicht, was du willst. Oh Gott. Du bist ein Schlüssel, ne? Das ging leicht. Aber zum Glück hat OBS eine Pause-Funktion, das heißt, ich muss das nicht im Nachhinein schneiden, weil schneiden ist immer doof, da muss ich rendern. Meine CPU und GPU sind zwar mehr als schnell genug, also ein Part, wenn er so 20 Minuten geht, da rendere ich, keine Ahnung, vielleicht 17 Minuten dran. Mit Fisch mal drüber geschnackt, der braucht für einen geschnittenen Part wie eine Stunde oder so zum Rendern und da ist das halt schon ganz entspannt mit dem großen CPU, da lohnt er sich auch. Ansonsten hier bei den Ryzen 9 3900X, weil das zu dem Zeitpunkt der schnellste war. Das habe ich ganz vergessen. Und also für den Normalgebrauch braucht man den eigentlich nicht. Das war schon wieder knapp. Aber wenn man ihn dann schon hat, dann kann man froh sein, ihn zu benutzen. Ja, okay, ich habe wahrscheinlich genug dafür gehabt, das reinzuschmeißen und auch genug dafür gehabt, um den da wegzusprengen. Weil irgendwie, ich habe zwei Granaten in seine etwaige Nähe geschmissen und das hat ja gereicht. Also meine Hand immer so ein bisschen außerhalb des Bildes zu halten. Außer ich brauche sie halt mal, weil ich die halt immer so dumm da hinlege. Also mein, weil das ist so die normale Stellung, das sieht halt scheiße aus, weil ich habe halt immer meinen Zeigefinger auf dem Trigger und das hier, da muss ich den wie man das Ding nennt. Bumper Trigger oder sowas da reindrücken, damit das angewinkelt ist. Deshalb halt jetzt mal so. Ja. Dann schieße ich an. Oh Gott. Ich bin fast tot. Oh Gott. Rückzug, Leute.
Das Granatengame, den mag ich nicht, vor allem nicht, weil die mich immer die Granaten eigentlich mehr töten. Komm, bevor ich mir das heile, nehme ich aber das Scheißding hier mit, weil ich will auch eine Granate mitnehmen. Wo ist das denn hingefallen? Lass mich verarschen. In die Palette rein. Zack. Super, das heilt nur heilen. Muss ich doch nochmal zurückgehen, was mich jetzt heilen. Müll, sehe ich soweit. Ach, du bist schon kaputt. Okay, schade. Dann könnte man auch dahin porten, was ich glaube ich schnell ist, wenn ich jetzt hier hinlaufe. Das ist nämlich der Scheiß. Ach, ich habe mich gleich zerquetscht. So, ich dachte, wenn es mich voll heilt, dann gehe ich nicht nochmal zurück, aber so, klar, geh mal zurück. Ist ja nicht weit. Oh ne, es hängt schon wieder. Was ist denn heute mit dem Kabel los? Ich glaube, ich muss das gleich nochmal neu verlegen, praktisch. Wie lange haben wir? Wir haben auch schon 21 Minuten, passt ja. Das heißt, ich würde sagen, ich weiß nicht, von heute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.